Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fire Emblem Three Heroes. Wir machen jetzt genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nach der großen Schlacht und sehen uns jetzt erstmal das Geplänke danach an. Also das Wort Geplänke natürlich. Würde halt auch gern wissen, wie es weitergeht hier. エーデルガルトが待っている。本体はこのまま球場へと進軍するぞ。そうだな。本当に長い戦いだった。ここまで来られたのはお前の。いや、そういうことを言うのはこの戦いが俺たちはこのまま奴を追って進軍する。皇帝を討ち、この戦を終わらせるぞ。 殿下。 お供いたしましょう。勝って、みんなで一緒に帰りましょうね。私も精一杯頑張りますから。騎士の誇りにかけて、必ずや勝利をつかみ取ってみせましょう。きっと女神様も見守っていてくださるわ。僕は僕にできることを果たします。ファーが。 ここが正念場ってやつですか。行け。そして必ず勝て。イノシシ。Los geht's。ああ。俺は俺たちは絶対に勝った。そろそろね。はい。まもなく変調が訪れましょう。しかしあなたが気に病む必要はないわ。 それに今さら後戻りはできない。さあ、持ち場へ行って。ここにいては万一があるかもしれない。承知いたしました。Okay, das heißt, Edelgard hat noch was Großes in der Hinterhand. Es ist doch noch nicht vorbei. Och nein, Edelgard macht doch keinen Mist. Oh Mann. Edelgard ist mit irgendwas fusioniert. Gefällt mir ja mal so gar nicht. Sōngetsu no shō, Suiyū no setsu. 探検の誓い。アンバル市街にて帝国軍を粉砕した王国軍は、エーデルガルトの夜球場へと攻めかかる。待ち受けていたのは、禍々しくその姿を変えた破壊エーデルガルトだった。 Ja, natürlich wird sie das tun. そうだよな。アドラステアの皇帝よ。俺たちは憎み合い、喰らい合うしかない。そういう運命のもとに生まれたんだ。 Was eigentlich sehr traurig ist. この槍で彼女の意志に応えよう。あなたの命は必ず守ります。生きて。ここで王が倒れては父や兄の死の意味。ロナート様、兄さん、みんな、僕は絶対に負けません。ま、こんなところで死のうもんなら兄。先生、リミトリ。 みんな、どんな相手だろうと、私は絶対ひるんだりしない。
この戦いで命を落としていった人々のために負けるわけにはいきません。 Genau, wir müssen gewinnen. Wir werden gewinnen. Iko! Okay, wird's jetzt zu so einem Drachen? Oh Mann, Edelgard, was machst du denn für einen Mist? Wer hat dir sowas eingeredet? Nee. Irgendwie trage ich diese Person. Also wird es jetzt wahrscheinlich direkt mit dem Kampf weitergehen. Und nicht mehr zurück zum Kloster gehen. Ja, es geht direkt weiter, wie vermutet. Alles klar. Drei Schatztruhen hier. Okay, ich habe einen Truhenschlüssel. Felix hat einen Truhenschlüssel. Das war's. So, Felix und ich werden uns erstmal schön nach hier begeben. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht wieder alle Leute direkt sterben. Das ist sowas von unnötig. Was? Aus der Entfernung? Warum greift die meine Heiler an? So systematisch auch noch. Was zur Hölle? Was soll das? Warum sind die so stark? Das geht doch nicht mit rechten Dingen hier zu. Oh Mann.
Alter, wie stark sind denn die Gegner hier? Ich krieg zu viel Schaden, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie viele Gegner sind hier bitte? Müssen schnell vorwärts kommen. Erreichen. Mit ihr kann ich gar nichts erreichen gerade. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht zum Verhängnis hier. Darf die wieder zweimal angreifen. Wieder auf Mercedes. Komm, hör auf mit dem Mist, Mann. Hm. 75 Schaden, was soll das denn? Dass der so viel Schaden kriegt, verstehe ich halt auch nicht. Ja, ich scheiße jetzt auf die anderen Schatztruhen.
Bitte triff nicht. Bitte, 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 bitte. Alter, Annette hat aber richtig Schaden genommen. Und da bin ich froh, dass Hilda das überlebt hat. Wieso sind die so stark? Ich verstehe es nicht. So. Die beiden sind schon mal etwas freier jetzt. Problem ist, kommen wir an den Bogenschützen hier nicht vorbei. Bringt das jetzt irgendwas? Ha. Versuchen die jetzt zu fliehen? Sehr schön, Hilda. Level 47. Ah, die Kämpfe werden jetzt schon ordentlich stark. Würde ich nicht überleben, na toll. Okay, hier haben wir schon mal ein bisschen Schaden angerichtet. Annette lebt, voll Energie. Hier trödel ich auch leider zu viel rum. Nicht das Beste, was ich machen könnte. Aber gut, ich kann mich ja jetzt bis nach hier hochziehen. Warten. So, jetzt ist der Gegner wieder dran. Sehr schön daneben. Ich frage mich auch, von wem sie korrumpiert wurde. Oh nein, kein Crit. Unnötig. Warum haut ihr mir denn dann Crit rein?
Ganz großer Mist. Okay, wenn der Bogenschütze gleich tot ist, dann habe ich freie Bahn. Mit meinen Reiterinnen. Aber es sind auch noch Magier, das ist das nächste Problem. Die Magier machen mir Kopfschmerzen. Schaden! Hast du einen Schaden? Wow, das war nicht beabsichtigt. Ach komm, ey, das ist so unfair! Das ist richtig unfair! Ich habe das leise Gefühl, Petra wird sterben in der nächsten Runde. Okay. Ja, ich muss zugeben, ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der ganzen Aktion hier. So, ich habe noch Annette, mit der ich laufen kann. Techniken, ach ne, unterstützen, purgativ. Ah, das regt mir auch auf, dass Annette so schwach ist. Also verteidigungsmäßig. Mit 36%. Und sie trifft mit ihren 36% auch noch. Oh Mann! Der dürfte ja eigentlich nicht durchkommen, ne? Doch, der kommt da durch. Beide nicht getroffen. Jackpot. Okay, es wendet sich langsam zum Guten bei uns. Oh nein, 35 Schaden auf Felix. Okay, die muss ich mit dem Schwert besiegen. Ich
戦い、すべて大義のためです。 Hauen kaputt. Der Typ hier ist eine Gefahr. Schaden, das ist doch nicht normal, Mann. Ja, kommt ruhig. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht einen Fehler mache. So, unterstützen, Stärkung. Ich hab danach noch einmal diese. Und Dimitri war nicht mit. Doch, war wohl drin. Oh Gott, das sah gerade so aus, wäre er nicht drin gewesen. Aber Felix war nicht drin. Okay, Zeit für Gegneraktion. Immerhin konnte ich das kontern. Oh, wie viel haben die denn in der Hinterhand? Richtig schäbig. Die sind viel zu stark. Die sind wirklich verdammt nochmal viel zu stark, die Leute hier. Er trifft auch noch. Ich verstehe es nicht, wieso ist jeder Hit bei denen ein Treffer? Gut, nur Petra kann ausweichen irgendwie. Okay. Flayne levelt langsam, aber sicher auch auf. Finde ich lustig.
Hey, Ingrid hat wieder mehr Energie. Hilda braucht auch. Und Dimitri braucht. Nicht treffen. Der hat getroffen, die Sau. So, bis da. Nein. Das war so klar. Annette ist so richtig nutzlos geworden. Das war mal meine beste Kämpferin. Das darf man halt nicht aus den Augen lassen, ne? Und tschüss. Ich so. Zugida. Die macht sowieso auch keinen Schaden mehr, die Ingrid. Okay. Eigentlich will ich das ja nicht machen, aber ich muss. Da habe ich nämlich in der nächsten Runde viel zu viele Verluste. Purgativ. Felix am meisten gebrauchen hat. Petra weicht allem aus. Sehr, 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 sehr gut. Bitte nicht vom Pfeil getroffen werden. Schaden. Aber Petra hat überlebt, das ist wichtig. So, jetzt kann ich nämlich hier. Die letzten Magier hier noch kaputt machen. Und Petra ist leider. Leider verloren. Angreifen. Aber mit deinem Stahlschwert. Ja!
Zu viele Leute verloren bisher. Noch ein Purgativ haben wir übrig. Ah, bin ich gespannt. Oh Mann, wie heftig ist denn das hier bitte? Hä? Was? Du sollst da vorne bleiben. Rostschwert. Macht halt kaum Unterschied, mit was ich angreife. Daneben. Ach komm. Wieso greift das Miststück Leonie jetzt an? Komm, triff. Bitte. Ja, ich hab das mit Absicht gemacht, Ingrid zu opfern. Aber okay, Ingrid hat überlebt, umso besser natürlich. Also sie darf zuerst angreifen, na, alles klar. Ihr merkt schon, Leute, es wird wieder eine XXL-Folge hier. Jetzt benutze ich meine letzte Stärkung. Boah. Okay, das war heftig. Pass mal nach hier. Dimitri macht mehr Schaden als du.無駄だ。
命取りになるな。行きた。Das war's. Edelgard ist Geschichte. Flayne levelt wieder. Oder hat die noch ein Leben? Die hat noch eins. Okay, das habe ich total missachtet. Die hat ja drei Lebensbalken gehabt. Da kann ich ja froh sein, dass ich beim ersten Mal ausgewichen bin. Die kann nicht mehr heilen, oder? Ich habe kein Purgativ mehr übrig hier. Aber hier habe ich noch Purgativ übrig. Los, Gimmi. Edel. Mit einem Crit Edelgard besiegt. Und mir ist das aufgefallen, ich habe gerade Edel gesagt davor. War auch nicht beabsichtigt. Gimmi no make da. 11 Züge habe ich gebraucht. 40 Minuten hat es jetzt gedauert, knapp. Eieiei. Sie selbst getötet. Doch nicht. Wow. Also die Nachkriegsbesprechung machen wir definitiv in der nächsten Folge. Für heute ist erstmal gut. Wir haben 45 Minuten jetzt ja gehabt. Und ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Der letzte Move von Edelgard war unnötig, aber sie hat halt so an ihren Idealen festgehalten, dass sie keinen anderen Weg gefunden hat und Dimitri musste halt handeln. Gut. Ja, wir sind am Ende angekommen, am Ende der Folge, wie schon erwähnt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr nicht schon abonniert habt, natürlich. Und wenn ihr Bock habt, folgt mir auf Twitter. Twitter-Tag ist in der Videobeschreibung ganz oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.